Sie sind ja leise. Schönen guten Abend. Man sieht, nicht alle Menschen wollen Fußball schauen. Das ist meine alte Theorie. Voller Stilwetter mit 74 A. Man kommt in eine hohe Gegend. Und dieser Dampf fuhrt gefahren, der 74 A. Pass auf, was der Holz begegnet. In der hohen Gegend ist jetzt tief zu und klar, ich steh schon drüber, weil's da aus dem Blickfeld bist. Dann hab ich ein Flashback, weil da in der fremdes Gesicht so ähnlich ist. Nummer 11 heißt Hotdog. Der Donau-Oder-Kanal in der Wiener Lobau oder vielmehr seine drei stehengelassenen Teilstücke haben ein Dschungelende und ein Schrebergartenende. Letzteres reicht in die Ortschaft Groß-Enzersdorf hinein. Groß-Enzersdorf liegt gerade vor der Stadtgrenze von Wien, gehört aber dennoch zum Weichbild der österreichischen Bundeshauptstadt. Auf den wenigen verbliebenen Feldern zwischen Groß-Enzersdorf und der Metropole lassen die Bauern bereits eifrig das Land umwidmen, Architekten entwerfen Mustersiedlungen, die Ortschaft fasert aus. Die Kleingartensiedlung am Donau-Oder-Kanal indes ist ein seit Jahrzehnten gewachsener Verbund. Die Parzellen sind schmale Streifen, die einer neben dem anderen das wannenartig gemauerte Bett des Kanals säumen. Gut und einmal schlecht. An jeder Ecke wird er stehen, aber nicht, dann kann man's mich. Du siehst ihn mit dem Scheo in einem Fernsehgerät. Der alte Klammerstrahler war auch, er ist kein ganz normaler Mann, er ist gefährlich, er ist auch cool. Kapitel 13: Ansicht eines Frontabschnitts. Die Dächernplacke ist keiner von den typischen langgestreckten, mehr oder weniger bananenförmigen Altarmen der Donau, die noch an das schlangengleiche Meandern des Flusses vor ein paar hundert Jahren erinnern. Die Dächernplacke erinnert von ihrem Umriss her eher an einen großen Batzen Spucke, der kraftvoll gegen eine Hauswand gespielt wurde. Sie fasert an den Rändern aus wie eine Amöbe, sie ist eine richtige Lacke, nicht tief, aber weit, mit vielen kleinen Buchten. Die flachen Strandabschnitte der Dächernplatte. Es wird dunkel und wir spülen Karten in mein alten Theatrikdeck. Den ganzen Wirten gibt's uns heute kein Metaton und die Kohle von deinem Notstand ist weg. Katharina, halt mich fest, aber mir scheint, mich hat's gleich. Die zwei Worten heut aufs Tiefe, da in der Rösselbar zu Wien. Ich spiele noch eine Nummer, dann kommt ja noch mein DJ-Set. Mein DJ-Set besteht aus drei Beats, die ich mitgebracht habe und die ich, so wie die Frau Margit im Café Malibop, ich weiß nicht, ob das wer kennt, das Lokal, die spielt nur Vinyl und zwar immer Seite A, dann Seite B, dann nächste Platte. Warme Fahrt, die Abo-Meule
Nein, es ist sehr chill. In dem Fall haben wir richtig hingeschmissen. Das passt. Aber er hat eigentlich schon 2007 begonnen, weil es der Willi zu mir gesagt hat, er hätte gerne einen Song von mir. Ich habe gesagt, wir haben schon einen Song für den Willi und für die Schule. Das war dann auch also wirklich nicht mein Alter. Ich bin ja mal nicht zwischen.